Hallo liebe Schlagzeuger, hier ist Matthias aus Görlitz von der Musikschule Time to Groove. Heute fahren wir ein neues Kapitel in der Technikfaktion. Das heißt, wir führen einen den sogenannten Triple Stroke Roll. Viel Spaß im Video. Ja, wie schon eben angekündigt, wir führen heute den sogenannten Triple Stroke Roll ein. Bisher hatten wir schon einige Einheiten hier auf dem Kanal mit dem sogenannten Double Stroke Roll. Triple Stroke Roll führe ich immer sehr gern hier an der Stelle ein. Das heißt, im vorhergehenden Video blende ich euch hier oben nochmal kurz ein. Haben wir ja geswitcht von 16 auf 32, sind also bei 40 BPM und spielen in den 16 Mikrotimes 32, wo also jede 16 gediddelt werden muss. In dem Tempo führe ich auch sehr, sehr gern den sogenannten Triple Stroke Roll ein. Triple Stroke Roll allgemein, oder ich sage es mal so, als Rudiment gibt es den eigentlich nicht, soweit ich weiß, aber ich finde den sehr effektiv und mache den also mit meinen Schülern. Triple Stroke Roll heißt natürlich von der Sache her einfach nur, dass man mit jeder Hand drei Schläge spielt. Ja. Natürlich hat das Ganze eine Bewandtnis. Ihr wisst ja, Double Stroke Roll, gerade wenn man jetzt so in den Geschwindigkeiten ist, wo wir jetzt schon sind, bei 40 und wir steigern das Ganze ja auch noch bis 100, muss man diesen Double Stroke Roll mit einer gewissen Technik spielen. Ne? Man kann also nicht mehr irgendwie so mit dem Rebound oder mit irgend sowas arbeiten, sondern wir arbeiten sozusagen mit dem Peitschenschlag. Ich habe bestimmt in anderen Videos schon ein bisschen erzählt. Ne? Ich habe also hier zwischen Daumen und Zeigefinger den sogenannten Drehpunkt von dem Stock und sozusagen ist eigentlich der erste mal ein Peitschenschlag und der zweite ist ein sogenannter Fingerstroke. Ne? Fingerstroke heißt also hier unten die Finger, ne, ziehen den zweiten an. Und ich habe vielleicht auch schon in einem anderen Video erklärt, ne, man könnte also den Double Stroke auch machen in Vorbereitung, so wie ich das jetzt gerade mache, alle Finger weg. Natürlich will ich das später nicht sehen von den Schülern, aber mal so zum Probieren, alle Finger weg. Ne? Und ich mache im Prinzip hier nur so diese Bewegung und schon das ist ein cool ausgeführter Double Stroke Roll, nur dass der zweite Schlag zu leise ist. Deswegen kommen wir die Finger hier dazu und machen bei dem zweiten Schlag noch einen kleinen Knack hinten dran, ne, so dass es lauter wird. Um diese Fingerstrokes zu etablieren oder zu trainieren, macht sich dieser Triple Stroke Roll richtig klasse, weil man muss also Fingerstrokes machen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, diese Fingerstrokes werden immer wichtiger. Gerade wenn ich mal schnell spiele oder auch für später für unsere alle Single Strokes sind alles keine Handgelenkschläge mehr, sondern die schnellen sind eigentlich alles Fingerstrokes. Deswegen Triple Stroke Roll. Ich fahre den mal hier auch auf 40 BPM. Mache jetzt allerdings in den 40 nur die Achtel rein und spiele euch mal ein paar Takte Triple Stroke Roll. 3, 4 geht mit rechts los. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir spielen jetzt hier also sowas wie die 16. Triole, wer das schon weiß. Ne, so ein Tata, Tata. Ist jetzt aber noch nicht sehr wichtig, das zu wissen. Sehr cool. Ich sage immer, wenn man das also eine Weile macht und mit dem Double Stroke Roll mitübt, entwickeln sich diese Fingerstrokes. Ihr werdet vor allen Dingen auch merken, hätte ich früher nie gedacht, dass zum Beispiel auch der kleine Finger, der sogenannte Pinky, ganz schön wichtig wird, dass der also immer machtvoller wird, wenn man den also trainiert, weil der ist natürlich von dem Hebel, hier von dem Drehpunkt am weitesten weg. Ja. Okay, das heißt also, ne, im vorhergehenden Video haben wir ja schon Double Stroke Roll in 40 gemacht. Jetzt haben wir den Triple Stroke Roll, dort nehme ich einfach die 16 raus, die Achtel rein. Ne, wenn ich jetzt nochmal hier einfach die 16 dazu nehme, dann käme jetzt so der Double Stroke Roll raus mit 1, E und D, 2, E und D, 3, E und D, 4, E und D und so weiter. Kann man hier also sehr cool kombinieren.
Und natürlich auch so im Progress, wir machen das also relativ langsam, immer mal ein Beat schneller. Ne? Wir kombinieren jetzt also Triple Stroke Roll, Double Stroke Roll in 16. Roll oder besser gesagt 32. Okay, so viel zum Triple Stroke Roll. Ich werde jetzt also oder in späteren Videos in der ganzen Einheit immer mit dazu nehmen. Ihr kennt den ja ab jetzt. Also viel Spaß damit. Bis bald, euer Matthias. Ciao.